Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich mal wieder einige Schriften von Arnold Ehret gelesen. Genauer gesagt habe ich im Buch Gesunde Menschen Band 2 gelesen und bin über zwei kleinere Texte gestolpert. Einmal ein kleiner Text von Arnold Ehret selbst an seine Anhänger, an die sogenannten Eretisten, und einmal ein kleiner Text, ein ganz kleines Vorwort von einem Fred Hirsch über Arnold Ehret, über die Lehre der schleimfreien Heilkost, also über dieses Heilsystem. Und bevor ich euch die beiden kurzen Texte vorlese, möchte ich nochmal kurz Bezug nehmen auf die aktuelle Situation, die wir hier fast weltweit haben. Die meisten von euch wissen ja, dass wir keine Meinungsfreiheit mehr haben und dass vor allem auch auf YouTube zensiert wird, also gewisses kritisches Hinterfragen oder gewisse Zusammenhänge herstellen ist nicht gewollt. Deswegen halte ich so, dass ich mich auf YouTube eher bedeckt halte oder mich dazu überhaupt nicht äußere. Aber als ich die beiden kleinen Texte gelesen habe, beziehungsweise auch noch in anderen Schriften, aber ich möchte euch heute nur die beiden Texte vorlesen und euch auch ein bisschen neugierig auf die Schriften von Arnold Ehret machen, falls ihr die Schriften von Arnold Ehret noch nicht kennt. Jedenfalls musste ich da an die aktuelle Situation denken. Also wir haben gerade hier seit Anfang des Jahres oder seit dem Frühjahr eine Krise. Ich spreche jetzt auch erstmal nur hier für Deutschland. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um einen gewissen Erreger. Den Namen nenne ich nicht oder benenne ihn einfach mit C. Und ich hatte schon im Frühjahr ein Video gemacht. Der Titel lautete, glaube ich, was ich in den letzten Monaten besonders vermisst habe. Es gab ja dann die Empfehlungen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Abstand zu halten, am besten zu Hause zu bleiben, die sozialen Kontakte einzuschränken beziehungsweise überhaupt keine Kontakte mehr zu haben, am besten zu Hause bleiben und nur, wenn es wirklich nötig ist, arbeiten zu gehen, dann das Haus verlassen. Ich hatte damals in dem Video schon gesagt, dass ich in ganz großem Maße vermisst habe, wie die Mehrheit der Menschen ihre Gesundheit stärken und schützen kann. Wer sich mit den Fakten und Zahlen auseinandersetzt, weiß, dass nur die wenigsten Menschen davon betroffen sind. Es gibt wirklich auch Menschen, die schwer daran erkranken und auch versterben. Das sind aber Menschen mit Vorerkrankungen oder die haben schon ein hohes Alter. Ein ganz großer Teil unserer Bevölkerung ist nicht betroffen, wenn man sich eben die Zahlen anschaut. Was mich sehr verwundert, ist, dass von den Medien, von den Politikern überhaupt nicht das Immunsystem aufgegriffen wird. Unsere körpereigene Abwehr. Es wird den Menschen überhaupt nicht mit auf den Weg gegeben, wie sie ihr Immunsystem stärken und schützen können. Und wenn man weiß, dass das Immunsystem zu ca. 80% im Darm steckt, dann muss klar sein, dass eine gesunde Ernährung für unser Immunsystem sehr, sehr wichtig ist, also um den Darm zu stärken und die Gesundheit zu unterstützen. Ich vermisse, wie man den Menschen aufzeigt, wie sie sich ihrer Selbstheilungskräfte bewusst werden und dass sie sich auch um ihre mentale Gesundheit kümmern, also um ihre psychische Stabilität. Stattdessen ist die einzige Lösung eben Abstand halten, Mund- und Nasenbedeckung tragen, zu Hause bleiben, dann vielleicht noch Medikamente und, was jetzt kommt, der große Pieks. Das ist die Allheillösung. Sagt man. Es gibt auch wieder in den Medien Anzeichen dafür, dass die Menschen damit wieder gespalten werden sollen. Dass die Menschen, die dem Pieks gegenüber eher kritisch eingestellt sind, weil es überhaupt keine Langzeitstudien gibt, weil man überhaupt nicht weiß, wie dieser Pieks wirklich wirkt und ob er vor einer Ansteckung bewahrt. Und den Menschen, die sich freiwillig den Pieks geben lassen, weil sie einfach den Medien glauben und vor allem, weil sie den Medien und der Politik vertrauen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen wird, dass die Menschen sich wegen diesem Pieks spalten lassen. Oft habe ich das Gefühl, dass das alles in einer Art Glaubenskrieg ausartet. Man glaubt nur noch. Man weiß immer weniger. Den Menschen wird so viel eingeredet. Es gibt ja auch diesen Spruch, du musst eine Lüge nur oft genug wiederholen, damit sie zur Wahrheit wird. Viele Menschen übernehmen einfach unhinterfragt Dinge, die sie in den Medien immer wieder hören, die sie von Politikern hören und denken dann, dass es Wissen. Aber sie ahnen gar nicht, dass das oftmals nur ein Glauben ist. Und das kann man auf viele verschiedene Themen beziehen. Und deswegen hoffe ich mir auch für die Zukunft, vor allem für das nächste Jahr, dass
Licht ins Dunkeln kommt, dass die Wahrheit ans Licht kommt, mit was wir es hier wirklich zu tun haben. Wichtig ist, dass die Menschen da draußen verstehen, dass wir ein Immunsystem haben. Ihr könnt zu diesem Immunsystem auch Wächter der Gesundheit sagen. Und dieses Immunsystem kann durch einen gesunden Lebensstil so gestärkt werden, dass es wirklich alle Eindringlinge abwehren kann. Dass im Körper so ein Milieu geschaffen wird, dass Bakterien, Viren, Pilze und andere Erreger nicht überleben können. Doch daran scheint es kein Interesse zu geben. Mehr Informationen rund um die aktuelle Lage zum C-Punkt, zum C-Erreger, findet ihr auf Telegram. Unter anderem auf dem Telegram-Kanal Vogelperspektive, wo zwei Freunde und ich regelmäßig zur aktuellen Lage posten. Jetzt komme ich zu den beiden Texten. Ich fange mit Eine Botschaft an die Eretisten von Ann und Eret an. Liebe Freunde, wenn Sie die vorhergehenden Lektionen sorgfältig und gewissenhaft studiert haben, werden Sie nun wissen, dass die Krankheit aus einer unbekannten, zerfallenen und gärenden Masse von Material im menschlichen Körper besteht, die oft Jahrzehnte alt ist, insbesondere in den Gedärmen und im Dickdarm. Sie wissen nun ebenfalls, wie unklug und ignorant es ist, zu denken, man müsse nur wissen, was man essen müsste, um sich vollständig zu heilen. Eine Anmerkung von mir: Mit den vorhergehenden Lektionen meint Ann und Eret die schleimfreie Heilkost. Es gibt auch eine kostenlose digitale Variante, eine PDF-Datei, die schleimfreie Heilkost. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich setze euch den Link unter dieses Video. Weiter geht's im Text. Keine der staatlichen Behörden weiß, wie gewaltig wichtig es ist, den menschlichen Pfuhl gründlich und tiefgründig zu reinigen. Alle werden mehr oder weniger von der Natur genarrt, wenn sie empfehlen, Früchte zu essen, solange Magen und Gedärme immer noch verschleimt sind von verfaulter, eiweißreicher Nahrung, die man seit Kindheit zu sich genommen hat. Sie haben gelernt, wie das Ergebnis ausfallen wird. Sollten diese Gifte, Kaliumcyanide, zu schnell aufgelöst werden und in den Kreislauf gelangen, dann sind schwerwiegende, sogar fatale Reaktionen möglich. Und die natürliche Nahrung des Menschen, Orangen, Trauben, Datteln und so weiter, müssen dafür die Schuld tragen. Meine Lehren zeigen deutlich, dass diese bisher unerklärte Ignoranz hinsichtlich der Obstdiät den Stolperstein für alle anderen Ernährungsexperten darstellt, welche persönliche Experimente durchgeführt haben. Tausende Male habe ich denselben Aufschrei gehört, selbst von jungen und angeblich gesunden Menschen. Ich bin schwach geworden. Und alle Experten mit Ausnahme meiner selbst raten, ja, Sie brauchen mehr Eiweiß, essen Sie wenigstens Nüsse. Während meiner persönlichen Experimente, als ich das gleiche Problem hatte, versuchte ich diesen Stolperstein hunderte von Malen zu überwinden. Später, in Italien, während meiner 2 Jahre dauernden Kur, in der ich mich durch Fasten und eine streng schleimfreie Diät von einer Nierenentzündung mit verzehrenden Tendenzen zu heilen versuchte, aß ich 1 Kilo der süßesten Trauben und trank 2 Liter frischen, süßen Traubensaft von den besten und wunderbarsten Trauben gepresst, welche dort gedeihen. Fast sofort bekam ich das Gefühl, ich müsse sterben. Ein schreckliches Empfinden befiel mich, Herzklopfen, ein extremes Schwindelgefühl, das mich zwang, mich hinzulegen. Ich litt an extrem starken Schmerzen in Magen und Darm. 10 Minuten später passierte das große Ereignis. Ein Durchfall mit schäumendem Schleim sowie Erbrechen von Traubensaft, gemischt mit sauer riechendem Schleim. Aber dann kam das allergrößte Ergebnis. Ich fühlte mich plötzlich so wunderbar gut und kräftig, dass ich sofort 326 Mal hintereinander das Kniebeugen durchführen konnte. Alle Behinderungen waren aus meinem Körper entfernt worden. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte ich gezeigt, wie der Mensch aussah, als er ohne gebrannte Nahrung lebte, während der prähistorischen Zeit, Paradies genannt, als er sich von Obst ernährte, dem Brot des Himmels. Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte hat man diesen Dämonen in der Tragödie des menschlichen Lebens gezeigt und wie er eliminiert werden kann und muss, bevor der Mensch wieder zu paradiesischer Gesundheit, Immunität von Krankheit und Glück aufsteigen kann und zu einem gottgleichen Wesen werden kann. Wenn der Garten Eden, der Himmel auf Erden, jemals existiert hat, dann muss er ein Obstgarten gewesen sein.
Für tausende von Jahren ist der Mensch durch eine falsche Zivilisation in einen unbewussten Selbstmord gedrängt worden. Erniedrigt worden zur Sklaverei, um die falsche Nahrung zu produzieren, damit er sich sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdient. Doch unnatürliche Nahrung verursacht Krankheit und Tod. Frieden auf Erden, Glückseligkeit und Rechtmäßigkeit bleiben heute immer noch ein närrischer Traum. Für tausende von Jahren wurden die Konzepte von Gott, Paradies, Himmel, Sünde, Teufel und Hölle in solcher Weise interpretiert, dass ein klarer und vernünftiger Verstand sie bereitwillig akzeptieren konnte. Der durchschnittliche arme Landsmann stellt sich den Herrgott als einen guten, vergebenen Vater vor, der ihm erlauben wird, das Paradies in einer anderen Welt zu betreten, ungeachtet der Verletzungen seiner Naturgesetze. Ich habe zum ersten Mal in der Geschichte gezeigt, dass die paradiesische Kost nicht nur möglich ist und gut genug für die degenerierte Menschheit, die wir heute sind, sondern dass sie auch eine unbedingte Notwendigkeit darstellt, sowie den ersten Schritt zur wirklichen Erlösung und Errettung von der Misere des Lebens. Auch dass sie der notwendige Schlüssel zum verlorenen Paradies ist, wo Krankheit, Leid und Qual, Hass, Streit und Mord unbekannt waren und wo es keinen Tod gab, zumindest nicht von unnatürlichen Ursachen. Der Mensch ist, was er ist die größte und wahrhaftigste Aussage eines Philosophen. Sie müssen nun erkennen, warum die Zivilisation, alle Religionen, alle Philosophien mit ihrem ungeheuren Opfer an Arbeit, Zeit, Geld und Energie zum Teil in die falsche Richtung gegangen sind und immer noch gehen. Die magische Formel für den Himmel auf Erden, das Paradies, ist tatsächlich diese. Iß dir deinen Weg in das Paradies hier auf Erden. Doch sie können das himmlische Tor, das vom Engel mit dem brennenden Schwert bewacht wird, nicht passieren, bis sie durch das Fegefeuer, das reinigende Feuer, des Fastens und der Heil-Diät gegangen sind, bis sie die Reinigung, eine körperliche Läuterung durch die Flamme des Lebens in ihrem Körper erfahren haben. Während tausende von Jahren ist niemand dem Todeskampf entkommen, der durch ein unnatürliches Leben verursacht wurde. Und auch sie müssen sich dieser Herausforderung eines Tages stellen. Aber sie, ich und andere, die diese größte und wichtigste Wahrheit des Lebens erfahren haben, sind die einzigen, die heute existieren, die in der Tat und nicht nur im Geiste den Weg der Finsternis und des unbewussten Selbstmordes verlassen haben, um in das Licht einer neuen Zivilisation zu treten, das Licht einer physischen Erneuerung, als die Grundlage eines geistigen und spirituellen Fortschritts, der wie eine Offenbarung hin zum Lichte einer höheren, das heißt einer spirituellen Welt führt. Dieses gibt eine Vorstellung von der ernsthaften Natur meiner Arbeit und von der Notwendigkeit für ihre Hilfe, um jene weiter zu verbreiten, was die größte Tat darstellen kann, die sie leisten werden. Denn davon hängt nicht nur ihr eigenes zukünftiges Schicksal ab, sondern auch das einer leidenden, unglücklichen Menschheit, die heute am Rande des körperlichen und geistigen Zusammenbruchs steht. Das war der kurze Text von Ann und Ehret. Dieser Text wurde vor über 110 Jahren geschrieben, ist aber ein sehr zeitloser Text. Also er könnte auch gut in die heutige Zeit passen. Ich möchte aber noch erwähnen, dass zur damaligen Zeit, zu Ehrets Zeiten, konnte ein Mensch Heilung erfahren nach 2 bis 3 Jahren dieser schleimfreien, schleimarmen Heilkost. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute benötigen die Menschen 10 bis 15 Jahre oder länger. Hat sich ja vieles geändert in den letzten 100 Jahren. Die Umweltbedingungen, die Lebensumstände. Und deswegen muss man auch bei einer Obstdiät aufpassen. Schrittweise in den Übergang gehen und nur hochwertiges Obst essen und wenig Obst und auch viel Grün einbauen. Es gibt eine Playlist zur schleimfreien Heilkost. Da sind auch viele Videos mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp dabei. Wenn ihr euch für diese Thematik interessiert, ich setze euch die Playlist oben in den Infokarten und auch nochmal unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link auch im ersten angepinnten Kommentar. Zum Schluss ein kleiner Text, auch aus dem Buch Gesunde Menschen Band 2 von Fred Siegfried Hirsch. Fred Hirsch hatte, bevor er Ann und Ehret und seine Lehre kennenlernte, schwerwiegende gesundheitliche Probleme, einschließlich einer Achillesentzündung. Damals haben ihm auch 3 Knochenspezialisten empfohlen, beide Füße amputieren zu lassen. Und Hirsch besuchte 1915 einen Vortrag von Ann und Ehret in der Hoffnung, für seine Krankheit ein Heilmittel zu finden. Er benötigte dann keine Krücken mehr
und wurde Ehrets Geschäftsführer und Verleger damals in den USA. Arnold Ehret hat sich ja vor dem Ersten Weltkrieg auf den Weg in die USA gemacht und konnte dann aufgrund des Weltkrieges nicht mehr zurück nach Europa und ist dann in den USA geblieben. Was in allen Schriften von Professor Ehret bedeutsam ist, ist die Tatsache, dass er offenbar eine bemerkenswerte Einsicht hatte in das Leben des Menschen im sagenhaften paradiesischen Garten von Eden. Auf jeden Fall muss man gewissentlich zugeben, dass dieser Mann Visionen hatte, die er schwerlich in gewöhnlichen Worten ausdrücken konnte. Sicher, die Wahrheit Gottes ist so frei wie das Wasser, das wir trinken, für uns alle, die gewillt sind, einiges davon an der Quelle zu uns zu nehmen. Und sie werden genau wissen, wie sie vorgehen müssen, wenn sie sich mit den grundlegenden Gesundheitslehren Ehrets nur gründlich vertraut gemacht haben werden. Erlauben Sie mir zuerst einmal, einige dazugehörige Tatsachen zu erwähnen. Arnold Ehrets einzige Bestrebung war es, seinen Zeitgenossen die entsprechenden Methoden zu lehren, wie man sich Gesundheit, Glück und Langlebigkeit sichert, indem man in vollkommener Harmonie mit den Gesetzen der Natur lebt. Er erreichte, was andere für scheinbare Wunder hielten, und sie selbst haben nun das Privileg, für sich selbst einzuschätzen, ob die Lebensweise, die von diesem unvergesslichen Menschen mit solch tiefer Überzeugung gelehrt wurde, für sie den versprochenen gesundheitlichen Nutzen bringen wird. Wir haben festgestellt, dass es fast unumgänglich sowie auch wünschenswert ist, die folgenden Lehren zu verinnerlichen. Erstens, die Gesundheit hat drei Aspekte, Körper, Geist und Seele. Zweitens, die Natur allein hat die Macht der Heilung und keine andere Quelle besitzt diese Macht. Drittens, wenn man sich nicht mehr in spiritueller Harmonie befindet, unglücklich und unzufrieden ist, braucht man eine vollständige Wende der geistigen Einstellung. Hohe ethische Prinzipien, spirituelle Bestrebungen, sinnvolle Arbeit, frische reine Luft, sauberes Wasser und eine passende Ernährung bilden die Superstruktur, auf dem das Leben aufbaut. Professor Arnold Ehret hat den Weg zu den natürlichen Heilmethoden aufgezeigt, den von denen befolgt werden wird, die willens sind, zum Aufbau einer neuen Zivilisation beizutragen, in der der Mensch wertvoller werden wird als der Erwerb von Gold und Silber. Geben Sie Ihrem Körper das, was er braucht, anstatt das, was er begehrt. Die wahre Erfüllung des Lebens ist die geistige und spirituelle Entfaltung. Also, lasst uns in Fülle leben. Das Befolgen wohlbekannter, bewiesener, natürlicher Gesetze wird eine überlegene Intelligenz und höhere Gesundheit bringen. Wir haben in diesem angeblich erleuchteten Jahrhundert die Naturgesetze, welche die Gesundheit bestimmen, mehr missachtet als in allen vorangegangenen Jahrhunderten. Im Einklang mit dem Wissen zu leben, das wir gegenwärtig besitzen, mit den ewig gültigen Naturgesetzen, ist eine Bestrebung, die sicherlich niemand vermissen sollte. Die Schulmedizin hat vergeblich versucht, die Ursachen durch Behandlung der Symptome zu behandeln, und wir haben blindlings die Methoden akzeptiert, die heute allgemein verwendet werden. Unser Körper, welcher der Tempel des Geistes ist, muss als Einheit nicht auf getrennte Weise behandelt werden. Weder die chirurgische Entfernung eines problematischen Organs noch die Ersetzung desselben durch den als Transplantation bekannten Prozess kann die Antwort sein. Höchstens geringe, zeitweilige Erleichterung kann somit erreicht werden. Je sauberer wir unseren Tempel halten, umso größer ist unser Geist. Also lasst uns unseren Körper neu beleben, indem wir die internen Ursachen der Krankheit korrigieren. Professor Arnold Ehret hat der Welt die vielleicht wichtigste Botschaft hinterlassen, welche die Menschheit in den letzten 2000 Jahren empfangen hat. Seine Gesundheitslehren garantieren für alle seine Jünger Gesundheit, Glück im Leben und ein vollständiges spirituelles Erwachen. Ich möchte kurz auf zwei Sätze Bezug nehmen. Hirsch hat zum Beispiel geschrieben, die Schulmedizin hat vergeblich versucht, die Ursachen durch Behandlung der Symptome zu behandeln. Das war nicht nur damals so, es ist leider heute auch so, dass in der Schulmedizin meistens nur die Symptome einer Krankheit, einer Problematik behandelt werden, aber nicht die Ursache. Wie kann man aber eine Krankheit heilen, wenn die Ursache nicht bekannt ist? Wenn die Ursache nicht bekannt ist, kann man eine Krankheit nur behandeln. Und der zweite Satz, beziehungsweise sind es zwei Sätze, je sauberer wir unseren Tempel halten, umso größer ist unser Geist. Also lasst uns unseren Körper neu beleben, indem wir die internen Ursachen der Krankheit korrigieren.
Und diese beiden Sätze bringen es ganz genau auf den Punkt und das hat auch ganz, ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun und seine Lebensweise zu hinterfragen. Dazu gehört nicht nur die Ernährung, da gehört so viel mehr dazu, aber die Ernährung ist eine wichtige Säule und da sollte man, wenn es um Gesundheit geht, als erstes ansetzen. Wie schon erwähnt, die kostenlose PDF-Datei, die Schleimfreie Heilkost, findet ihr unter diesem Video. Ladet euch gern diese Datei herunter, wenn ihr euch für die Lehre von An und Ehre, die Schleimfreie Heilkost, interessiert. Wenn ihr lieber ein richtiges Buch in den Händen halten möchtet, mit den Schriften von An und Ehre, dann kann ich euch Gesunde Menschen Band 1 und Band 2 empfehlen. Ich habe heute aus dem Band 2 vorgelesen. Ihr findet die beiden Buchbände unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Genauso wie den Link zu den kostenlosen PDF-Dateien, zu den kostenlosen Schriften von An und Ehret. Was haltet ihr von dem Gesagten bzw. dem Vorgelesenen? Hinterlasst mir gern eure Gedanken, Meinungen unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch. Ihr findet unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar auch meinen Telegram-Kanal bzw. auch den Telegram-Kanal Vogelperspektive. Ihr könnt euch auch gerne meine Newsletter eintragen, den Link findet ihr auch unter diesem Video, damit wir in Kontakt bleiben, falls YouTube demnächst beschließt, dass alle Videos, die das Immunsystem benennen oder von Heilung sprechen oder von Gesundheit oder Gesundheit durch Ernährung, vielleicht beschließt ja YouTube in Zukunft, dass diese Videos oder Kanäle zensiert werden, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Genießt noch die restlichen Tage des Jahres und hoffen wir, dass das Jahr 2021 ein besseres sein wird.